kommt nicht mehr. Verräter! Feuer! Halt still! Kontakt! Kontakt bestätigt! Erschießt ihn! Dranbleiben! Jedi, mit Bedacht angreifen! Okay! Ich werde deine Verteidigung durchbrechen! Frachttür ist versiegelt! Nur ein Ausweg. Bewegung bleiben. Ich habe mich stattdessen ausgeruht. So bereite ich mich vor. So bereitest du dich auf den Tod vor. Ausruhen kannst du dich, wenn du tot bist. Augen nach oben! Oh nein. Kannst du keinen Treffer einstecken? Halt den Zug auf. Oh nein! Hochdeckung! Richten den Salven nach vorn. Jetzt! Schneller! Ich bin bereit, Verräter! Ah! Da die Kupplung! Ich muss runter! Ah! 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 Thank you.
ist das übel! Ich kann nur rauf! Wer seid ihr? Später! Immer weiter! Wir holen dich, sobald es geht! Hiermit bestätigt. Wir können so nicht weitermachen. Okay. Er steht einfach nicht still. Wie sollen wir dagegen bestehen? Was jetzt? Der Zug hält? Das ist nicht gut. Ich kenne diese Haltung. Vielleicht hattest du doch etwas Ausbildung. Wer war dein Meister, Padawan? Hab ich ihn vielleicht umgebracht? Welcher Jedi gab für dich sein Leben, sodass du am Leben bleibst? Besser als ich dachte. Untergang rückt näher. Ja.
immer schön, dem Nächsten entgehst du nicht. Und setz dich hin. Danke für die Hilfe. Wer seid ihr überhaupt? Ich heiße Sia Janda. Und das ist mein Captain, Grease Dritus. Ist mir ein Vergnügen. Ja, die Mantis ist mein Schiff, aber zuhören solltest du dieser Lady hier. Also? Wer bist du? Cal. Kestis. Wer war das gerade? Eine imperiale Inquisitorin. Sie ist eine Machtnutzerin, die Jedi jagt. Und da sie jetzt weiß, wer du bist, wird sie weitermachen, bis sie dich vernichtet hat. Woher wissen sie so viel? Und warum die Hilfe? Wir tracken die imperiale Kommunikation. Wir wussten, dass die Inquisitoren nach Braca wollten. Also kamen wir auch. Ach ja? Wie viel Kopfgeld gibt's denn zurzeit für einen Jedi? Das nennst du Dankbarkeit? Ich versteh schon. Du hast so lange allein ums Überleben gekämpft, dass du niemandem mehr trauen kannst. Und nur deshalb lebst du noch. Aber hier geht's um was viel Größeres als blankes Überleben. Nämlich? Den Wiederaufbau des Ordens der Jedi. Zu zweit? Sonst noch jemand? Oh, sind wir nicht gut genug für dich? Der Rat der Jedi? Ist verloren. Dann bleibe nur noch ich. Captain, nehmen Sie Kurs auf Bogan. Ei, ei. Und bis dahin kannst du dich ausruhen. Du bist in Sicherheit. Im Moment. Du musst dein Leben in die Hand nehmen. Dein Schicksal finden. Vorsicht, Karl! Du hast im Schlaf gesprochen. Spinner. Grease? Nicht jetzt, ich muss arbeiten. Thank you.
Das Lied. Es ist von mir. Aus alten Tagen. Du berührst ein Objekt und wirst Zeuge seiner Vergangenheit. Du fühlst seine Geschichte. Ein Objekt, das ein Echo der Macht abstrahlt. Naja, das können nicht viele Jedi. Woher wissen Sie das? Ich war mal ein Jedi. Aber das ist vorbei. Kenne ich euch? Nein. Ich kannte deinen Meister, Jarrod T'Porn. Er war ein wahrer Hüter der Republik. Er war ein Held. Wisst ihr, während der Auslöschung ist mir was passiert. Ich habe überlebt, aber meine Verbindung zur Macht ist beschädigt. Wenn ich meditiere, mich einfach fallen lasse, ist die Kontrolle weg. Als wäre ich wieder in dem Moment, als... Du hast überlebt, Kerl. Und du bist nicht allein. Nicht mehr. Wir haben unser Ziel gleich erreicht. Ein Jedi, den ich kannte, entdeckte ihn vor der Auslöschung. Er ist auf keiner Karte verzeichnet. Das Imperium weiß nicht, dass dieser Ort existiert? Nein. Und? Wie ist der Plan? Wir verstecken uns hier? Wir brauchen uns nicht zu verstecken, Cal. Sieh dir das da drüben an. Ich glaube, in dem Gewölbe ist der Schlüssel zum Wiederaufbau des Jedi-Ordens. Aber nur wenn die Macht in dir stark genug ist, kannst du bestehen. Und weil ihr kein Jedi mehr seid, braucht ihr mich. Ich weiß, du traust mir nicht. Und ich bin nicht sicher, ob ich dir trauen kann. Aber wir haben denselben Feind und dasselbe Ziel. Ich erkläre dir meinen Plan, wenn du am Gewölbe bist. Aber bis dahin ist hier jemand, der dich treffen möchte. Möge die Macht mit dir sein. Wohl nach einem Jedi. Aber wenn schon einer hier ist, wozu braucht sie dann mich? Ein sicherer Ort zu meditieren. Ich muss mich nur konzentrieren. BD1. Ich bin Cal. Ja, mir geht's gut. Ich bin nur... Ich suche jemanden. Nein, nicht dich. Ich suche einen Jedi, glaube ich. Warte, du kennst den Jedi? Was weißt du? Warte, warte doch. Hast du das gehackt? Danke. Dieses Gewölbe meint es hier. Dort ist der, den ich finden soll. Thank you.
Irgendeine Idee? Ich muss irgendwie über den Spalt kommen. Seilrutsche? Wie hast du das gewusst? Halt, hast du nicht? Vorsicht da drüben! Sieht nicht sicher aus. Genau wie auf dem Schrottplatz. Durchhalten Sie D1, ich komme! Ziemlich mutig. Alles okay? Warte. Ich helfe dir dabei. Darf ich mal? Oh, schon gut. Schön. Der Scomb-Anschluss ist kaputt, aber das sollte uns für den Moment reichen. Okay, versuch's. Das Gewölbe? Ja, da wollte ich auch hin. Okay, also, erstmal müssen wir irgendwie von hier wegkommen. BD, das ist viel zu klein für mich. Keine Sorge, ich find schon selber raus. Sehr eng, es wird schon gehen. Wer hier gelebt hat, hatte hier sein Lager. Lebensmittel und Vorräte. Ranken führen doch irgendwo hin. Hoffentlich stabil. Ja, mir geht's gut. Au! Ein Heilungsstim. Du bist voller Überraschungen. Das ist besser. Danke, Kleiner. Na schön, und auf ein neues. Oh. Okay. Hier, komm an Bord. Tja, wie kommst du hierher? Das weißt du nicht? Vergessliche Droiden gibt's also auch. Was soll ich da sagen?